einem schönen Sommertag knallten Nami-Zivilisten ab. Unter ihnen Journalisten und Kinder, bisher also alles wie immer. Man kann sich das leisten, denn es wird nicht bekannt. Keiner, der es berichtet, denn alle haben Angst. Wird jemand dann legal die Wahrheit rausfinden und sagen, werden wir so jemals die ganze Wahrheit erfahren? Doch es kommt alles anders, denn die Tat wird bekannt. Jemand stellt sie ins Netz und prangert den Mord an. Heute sind beide Staatsfeinde, wurden schikaniert und diffamiert. Vielleicht gäbe man ihnen Orden, hätten sie Putin kritisiert. Das sind die Momente, in denen ich merk, es gibt einen Unterschied zwischen Erzählung und Wirklichkeit. Sie reden von Werten, Freiheit und Moral. Sie reden von Demokratie und der freien Wahl. Aber mal ehrlich, ist das noch Freiheit? Aber mal ehrlich, ist das noch Demokratie? Oder schon betreutes Bild? Aber mal ehrlich, lassen wir uns das gefallen? Nein, lassen wir nicht! Aber mal ehrlich, dann lasst uns doch was tun. Dieser Song ist für alle, die Julian Assange noch nicht aufgegeben haben. Gemeinsam sind wir stark. Sucht sofort nach Ende dieses Songs lokale Gruppen oder gründet eine. Startet eine Petition, macht Demonstrationen, fragt euren Abgeordneten, was er für Assange tut. Schreibt einen Brief an Merkel, tausche Assange gegen Nawalny. Lasst uns selbst das Bild von Assange schreiben, das in den Geschichtsbüchern stehen wird. Assange ist ein Held, ein Symbol für Tapferkeit, Meinungsfreiheit und Mut. Lasst uns diese Werte jeden Tag leben, um ihm zu gedenken. Wie war das noch mit Jesus, der sich für uns opferte? Wird er heute nicht angebetet? Ach, stimmt erst nach seinem Tod? Wird man sich dann erinnern an den Held Julian Assange? Wird es Geschichtsbücher geben, die seinen Namen nennen? Wird jemand dann legal die Wahrheit rausfinden und sagen? Oder hat er zu viel Angst? Will man das vielleicht erreichen? Oh, oh. Will man das vielleicht erreichen? What's the name right now? Let me know when you get it. Come on, fire! Light them all up. Hey, Ryan. Keep shooting. We just engaged all eight individuals. Das sind die Momente, in denen ich merk, es gibt einen Unterschied zwischen Erzählung und Wirklichkeit. Sie reden von Werten, Freiheit und Moral. Sie reden von Demokratie und der freien Wahl. Aber mal ehrlich, ist das noch Freiheit? Wenn sie nicht für jeden gilt. Aber mal ehrlich, ist das noch Demokratie? Oder schon betreutes Bild? Aber mal ehrlich, lassen wir uns das gefallen? Nein, lassen wir nicht. Aber mal ehrlich,
denn mit einer Demo? Stellt euch das mal vor, 100.000 Leute in Berlin, nächste Woche, Pariser Platz, vor Brandenburger Tor, da haben die Schweine doch ihre Botschaft. In jeder Stadt und in jedem Land, schreibt die Partei.